Aber vorher erstmal speichern. Ich habe ja Farbbänder bekommen. Das sollte funktionieren, aber vorher. Grüß Gott. Irgendwas hier? Nein, es ist der größte Raum ever. Ui. Das ist echt cool. Sah das früher auch schon so aus auf der PS1? Also nicht so hochauflösend, aber. Bei den Perspektiven habe ich keine Ahnung. Wo die Räume hinführen. Kameraperspektive von oben bitte, dann kann ich mich hier ein bisschen besser zurechtfinden. Ist das zu viel verlangen? Ja, es ist zu viel verlangen. Ah, nur weil sie so stolz auf ihre Wandbemalungen sind. Okay, das ist gut. Hier scheint etwas gebrannt zu haben. Ein strenger Geruch hängt in der Luft. Ja, dann brennen wir doch weiter. Verwenden. Das. Toll! Staffeleien und Bronzestatuen. Hier ist nichts Interessantes. Da kann ja sein, dass hier irgendeine davon interessant ist. Ein Moment. Da liegt ein Farbband rum und ein Dolch. Ja. Oh, man kann mehrere davon mitnehmen. Das ist gut. Ein polierter Silberkrug. Wären RPGs Geld wert? Ja. Und wieder drei Stück. Hoho. Oh. Gewehr mitnehmen? Ja. Oh. Ich habe das Gefühl, da war ein fieser Mechanismus. Geht's da sonst auch anders raus? Sieht nicht danach aus. Dieser Raum ist für sich in sich abgeschlossen, oder wie? Ja. Was mich wieder vor ein gewisses Problem stellt. Nämlich das Problem, was ich jetzt abgesehen. Na gut, ich habe noch den Draußen-Dog. Aber vorerst. Falco! Ja, was machen wir jetzt? Oh God, what did I do now? Geh durch den Boden. Wesker! Barry! Help! Jill, you in there? Barry, get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand! Toll, der darf Türen mit Schießen aufmachen. Und ich? Nein. Oh, gut, dass ich dieses anspruchsvolle Rätsel gelöst habe. Barry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. Ein Sandwich But Barry, mit Boobies. didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Okay, du owst mir nix. So. Oh. Okay, in diese Räume komme ich jetzt nicht mehr rein. Ich frage mich, ob dieser Mechanismus jetzt vielleicht andere Türen freigeschaltet hat. Gibt es irgendwas? Ein Bild eines Ritters zu Pferde. Das sieht irgendwie nach einer Klinke an der Wand aus. Greif diese Klinke, Frau. Greif sie an. Also, greif rein, meine ich. Oh. Home sweet home, wir sind wieder hier. Komme ich durch diese Tür jetzt hier durch? Es wäre cool, wenn sie jetzt auch wieder in die andere Richtung funktionieren würde, damit ich den ganzen Weg wieder rumgehen muss. Aber zum Speichern ist mir das lieber. Komme ich hier durch? Der Türgriff ist kaputt. Wem auch immer das eingefallen ist. Fu! Fu! Egal.
Wir sind wieder hier. Wir können wieder Kerosin befüllen. Also ich meine, wir können uns wieder unsere Kerosineinheiten voll machen. Dann schnapp ich mir mal die Hundepfeife. Genau. So, die Hälfte des Kerosins da. Jawohl, bitte auffüllen. So, wir haben das Gewehr, aber... eigentlich noch Munition für... Ich sag mal so, ich werde das Gewehr, glaube ich, dann nehmen. Ah, ich... Moment mal. Das war... War das nicht auch in Resident Evil 7 so? Wenn ich das gefekte... Gefekte, genau. Wenn ich das defekte Gewehr gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich gegen das normale Gewehr austauschen können und so diese Falle wieder entschärfen. Nehme ich jetzt mal an, dass es irgendwie damit zusammenhängt. Naja, wie dem auch sei. Welche... Muss ich alle nehmen? Das ist ja doof. Haha! Okay, machen wir es eben so. Gut, dann... Erste-Hilfe-Spray haben wir auch noch. Moment, das kann ich aber... Haha! Miteinander kombinationieren. Das Kampfbesser lassen wir mal hier. Okay. Okay, ich mach jetzt Folgendes. Da, weil ich immer noch auf dem letzten Loch rumpfeffere. Pfeifere, meine ich. Oh, scheiße, ich habe die Hundepfeife vergessen. Nein, wobei habe ich eigentlich nicht. Ich möchte ja noch nicht zurückgehen, sondern ich möchte eins tun. Und zwar möchte ich jetzt die Pflanze. Das war, glaube ich, der Weg hier. Weh, es ist nicht dieser Weg hier. Ja, es ist dieser Weg hier. Und mir jetzt die Pflanzen, damit ich mich ein bisschen heilen kann, weil ich ja den ganzen anderen Krams schon verbraten habe. Warum nur, frage ich mich. Ach ja. So, nehmen wir das. Aber ich hätte gedacht, ich hätte jetzt das andere Kraut verwendet, aber egal. Jawohl. So, dann kombinationieren wir diese beiden hier. Und haben Mischkraut. Und dann nehmen wir das hier noch mit. Jawohl. Und dann werde ich jetzt einfach mal das Mischkraut verwenden. Jawohl. Meine Lebensvitalzeichen sind errettet worden. Ich tut mir leid. Ich muss einfach diese Dings verwenden. Frag mich immer noch, wozu das gut ist. Na gut, vielleicht gibt es hier später ein Puzzle zu lösen. Oder es ist einfach nur... Einfach nur Environmental Storytelling oder irgendwie sowas. Gut, ich gehe speichern und werde das dann mal als vielleicht etwas kürzere Session hier betrachten. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Oder für euch immer noch in dieser Folge, weil ich das zusammentackere. Weil es sonst zu kurz wäre oder sowas. Deswegen sage ich... Ah ja, ich bringe noch die Hundepfeife raus. Stimmt, das soll ich noch tun. Ich habe jetzt mittlerweile wieder... Moment, ich weiß noch, gucken wollte. Ich habe... Wobei ich... Kombiniere das mal. Dann habe ich wieder zwei Inventarplätze frei. Dann überlege ich tatsächlich, ob ich mein Farbband hier behalte. Aber wie dem auch sei. Nee, Moment, ich wollte noch mal ein Dings raus. Ein Hundepfeifchen. So. Für Edelstein habe ich nichts gesehen. Für das Symbol habe ich nichts gesehen. Für Erste-Hilfe-Spray habe ich jetzt auch nichts mehr übrig. Und jo, speichere ich. So, noch einmal eine neue. Subidubidub. Es ist ein so fantastisches Fiatschure, dass diese eine Türe hier direkt vor meinem Näschen sich nur in diese eine Richtung bewegt. Und nicht im Vergleich zu dem Barry ist meine Knarre leider Gottes so schwachbrüstig, dass ich damit nicht die Öffnung provozieren kann. Denn müssen wir nun wieder den weiten Umweg nach außen gehen. Oh, Gewitter. Warum muss es immer Gewitter sein? Da habe ich Angst. Warum habe ich da Angst? Lass mal gucken. Nein, ich möchte die Karte aufrufen. Gehen wir in die falsche... Gehen wir in die falsche Richtung? Ja, wir gehen in die falsche Richtung. Gut, also, für mich ist wieder ein bisschen Pause vergangen. Ein bisschen zu viel, wenn ihr mich fragt. Denn das bedeutet, ich muss mich wieder zurückbesinnen und erinnern, was haben wir gemacht und wohin muss ich jetzt genau... Oh, hi. Ja, erschieß mich, dann habe ich es hinter mir.
Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Hopefully you won't have to use it. Woher weißt du, dass das Säure ist? What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. Perverser! I see. Thanks. I'll take it. See you later. Ciao. Er schießt immer aus der Hüfte. Heilig, heilig, Todesstoß. Der Lanzenreiter stramm voran. Er geht direkt an den Mann. Nein. Warum gehst du nicht die Treppe runter, Frau? Fräulein. Fräulein. Gutski, gutski. Ja, danke, danke, danke. Für das tolle atmosphärische Winterglühen vorne vor der Türe. Oder durch die Fenster hindurch. Ich glaube, hier bin ich richtig, ne? Das war ja hier dieser Schnuckelraum. Hallo, Statuenschwester. Ja. Ich guck gerade mal auf die Karte. Weil, was ich ein bisschen seltsam finde, hier direkt gerade. Nein, ja, ja, schön. Ich gehe nochmal hier kurz hier rein. Was? Gehst du da rein? Gehst du da rein? Genau. Hier. Ein düsteres Gemälde des Hauses. Kann man das nicht irgendwie wegmachen? Ich glaube, hier nämlich ist eine Türe in diesem kleinen Raum. Moment. Moment. Feuerzeug vielleicht? Nein, das brauche ich jetzt nicht. Kann ich das hier mit dem Treibstoff? Das brauche ich jetzt auch nicht. Und mit der Hundepfeife? Pff, höchstens, wenn der Hund dahinter ist. Ich benutze sie einfach mal. Das brauche ich jetzt auch nicht. Mit Säure vielleicht. Nein, das brauche ich jetzt auch nicht. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, hundertprozentig, dass da was hinter ist. Aber wir sind zu blöd, um das Ding zur Seite zu räumen. Also wir dürfen es nicht. Obwohl wir es erkannt haben. Dabidabidabidab. Aber egal. So, jetzt sind wir wieder in diesem Knuffelgang. Und ich habe vorab mal auf die Karte geguckt. Und dieser Knuffelgang ist immer noch in einem orangigen Ton. Deswegen Maschinenskulptur und Töpfer mal. Ne? Das heißt, ich habe hier definitiv nicht alles gefunden. Deswegen, mal gucken. Kann ich dich be... Ah! Aha! Eine Drogenspritze! Oder sowas. Nein, ein Dolch! Haha! Mitgenommen, nicht verschwommen. Wir lassen hier jetzt nichts verkommen. Gut. Das heißt... Das Ding haben wir schon verschoben. Nein, 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 nein. Du sollst dich nicht am Bückschrank bücken. Das tun wir nicht mehr, seitdem wir das schöne Dölchilein bekommen haben. So, und hier sind wir jetzt irgendwo, wo es Knuffi-Wuffel... Hi. So, hier gab es irgendwo Knuffi-Wuffel draußen, ne? Hier? Ne, hier. Hier, das war die Tür, ne? Genau, das ist die Tür. Oh, ein Hoch auf die Karte. Eine Tür mit einem schönen verschnörkelnden Verschnörkelungszusatz drauf. Ich drehe mich nicht. Ich höre den Hund auch nicht. Ich drehe mich auch nicht in irgendeine... Oh, cool, hier gibt's Blumenerde oder sowas. Was? Nein, 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 Hundi, Hundi, böser Hund, böser Hund. Falsche Richtung. Ah! Ja, hier, Feuer, nimm Friss Feuerwerk, Köter. Okay, ich hasse diese Hunde. Ich meine nur, ach ja, Kamerawechsel, du kannst 5 cm geradeaus gucken. Von irgendwo kommen diese Scheißviecher dann hergelaufen. Ein rostiger Karren. Wo ist ein rostiger Karren? Er ist mit dem Efeu verheddert und wird sich wohl nicht bewegen. Moment, ich muss mal nach vorne gehen. Ich sehe da absolut keinen Karren. Ich sehe irgendwie ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das eine Pfütze sein soll. Das ist doch kein Karren. Ich sehe keinen... Seht ihr dann Karren? Ich sehe da keinen Karren. Ich sehe hier diese... Ich weiß nicht, ob das eine Spiegelung von den Gittern da sein soll, aber ich sehe doch keinen Karren. Ich sehe nur diesen Sack voll Blumenerde oder was das da ist und mit dem kann ich nicht interagieren. Oh doch, eine Chemikalie. Ja, schöne Chemikalie. So, ich habe hier... Moment, nein, 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 nein. Lebenspunkte sind super mega.
Das Einzige, was ich gerade nicht mag, ist der Köter, der da gerade noch draußen rumläuft. Aber sofern er sich da irgendwie... Hallo! Du kommst hier nicht rein! Was ist das für ein Schrank? Nein, ich will diese Blume nicht. Ich möchte wissen, ob ich diesen... Das ist ein Ofen, oder? Obwohl, ich komme an diesen Ofen nicht ran, solange das Zeug hier ist, aber... Obwohl, hier ist noch Kerosin. Kerosin habe ich voll und wir haben noch rote Blumen. Okay. Boah, ey. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil... Ich hatte gehofft, hier kommt man draußen weiter. Hier kann ich hier da noch irgendwas machen. Nein, kann ich nicht. Irgendwo hier immer noch ein rostiger Karren. Sieht hier jemand? Okay, dann versuche ich mal, ob ich das Efeu wegflemsen kann. Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Verwenden. Brauche ich jetzt nicht. Dann machen wir das hier. Verwenden. Brauche ich auch nicht. Vielleicht brauche ich die Chemikalie dafür. Verwenden. Brauche ich jetzt auch nicht. Vielleicht kann ich in diesen Sack Chemikalie reingucken. Prüfen. Vielleicht werde ich dann zum Ninja Turtle. Earth. Defenders of the Earth. Defenders. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Lied weiterging. Aber ich habe diese Zeichentrickserie früher gerne geguckt. Defenders of the Earth. Defenders. Wie ist der Schmendrick? Dieser Maria, der nur Illusionen machen konnte, aber obwohl es... auch andere Dinge als Illusionen gab in dieser Form. Moment. Stimmt, ich habe ja noch die Hundepfeife. Die wollte ich nochmal ausprobiert haben. Hin und her, folgen schwer. Hoffentlich krepiere ich dabei nicht so sehr. Okay, war das hier draußen? Benutzen wir das mal. Verwenden. Das brauche ich jetzt. Moment, kann ich nochmal nach... Ich meine aber auch... Prüfen. Irgendwas, das ist nur eine dumme Pfeife, ne? Wenn man sie bläst, erzeugt sie Frequenzen, die nur Hunde hören können. Mit dieser Pfeife können sie einen Hund herbeirufen. Draußen ist... Ja gut, den muss ich nicht mehr herbeirufen, ne? Aber ich meine laut des Textes, den ich da gelesen hatte, dass ich diesen Hund mit dem Halsband irgendwie auf der ersten Etage rufen muss. Wie komme ich denn jetzt am besten dahin? Ich könnte noch... Mal, Moment, dann bin ich da. Ja, das ist, glaube ich, der schnellste Weg, wenn ich diesen Einweggang. Aber hier, Moment. Hier kann ich den jetzt nicht herbeirufen, ne? Das brauche ich jetzt nicht. Okay. Hoppala. Raus. Ah, das ist echt schade, dass ich das liebliche Feuerwerk leider Gottes nicht mehr habe. Oder muss ich den Hund... Ich meine, wenn ich hier schon so cool am Fenster stehen kann, kann ich den Hund vielleicht auch hier dabei herbeirufen. Wir probieren es einfach mal. Nein, brauche ich auch nicht. Ausprobieren. Sonst werde ich irgendwann... Ist das ein Fernglas, was da auf dem Boden liegt? Nein, das ist eine Türe, die ich öffnen kann. Das ist, glaube ich, keine Bodenluke. Ich habe irgendwas auf dem Boden gesehen, weil ich keine Ahnung habe, was auf dem Boden ist. Was ist das für eine Tür? Das ist diese Einwegtür. Dann haben wir noch diesen kleinen Mini... Was war denn hier? Hallo? Die Tür ist verschlossen. Das Wappen der Spencers ist in die Tür ein... Was ist das Wappen der Spencers? Hallo? Soll ich ihn umbringen? Ist es tot, oder? Es steht nicht mehr auf. Okay, da ich Kerosin habe... Haha! Auf! Bleibst du unten, du Arsch! So! Lässt dich gefälligst anflammen! Ist das... Wieso brauche ich das jetzt nicht? Das Ding, ich will das weg... Ich will das kaputt machen! Na also, geht doch! Meine Fresse! Aber wo kommt der jetzt zum Henker her? Ich wollte da nicht reinlaufen! Scheiß Kamera! Der kam hier aus der Ecke. War ich hier schon? Ja, offensichtlich ja, aber wieso kam der von hier? Oder, Moment. Klickeli-klick, klickeli-klack. Bin ich hier? Werde ich... Was? Nein! Nein, Köterli! Scheiße!
Hoffentlich sterbe ich jetzt hier gerade nicht. Ah. Kann ich den auch verbrennen? Muss ich das? Ja, Gott. So, ich bin ziemlich im Arsch. Falsch. Boah, sind die Hunde kacke. Sorry, aber sind kacke. Komm. Nein, ich prüfe. Kombinationieren damit. Komm, verwenden wir das. Dann geht's uns wieder besser, hoffe ich. Ja, wir sind wieder grün. Haha! Ich habe ja Zeugs. So, das Ding hier. Moment. In einem Motto steht geschrieben, der Schänder des verfluchten Sarges. Okay, dann war das das hier. Ich könnte mal... Moment. Das Spencer-Wappen, das öffnet diese eine Tür. Vielleicht, bevor ich jetzt irgendwie versuche, auf der ersten Etage irgendwie zu gucken, wo zum Teufel ich vielleicht diese Hundepfeife benutzen kann. Gehen wir mal zurück. Genau nach hier. Dop, 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 dop. Ich meine, ich habe jetzt mal diesen Zombonen umgebracht. Das Doofe ist, jetzt muss ich wieder diesen ganzen Weg drum rumlaufen, um diese Stelle wieder zu erreichen. Also deswegen ist mir das nicht so ganz geheuer mit dieser Scheiße hier, aber du kannst nur in eine Richtung laufen. Aber was soll's. Und wir haben Hunde getötet. Ich weiß noch nicht genau, wie ich jetzt mit diesen Hunden am besten verfahren soll. Das ist ein bisschen kompliziert mit diesem tollen Kampfsystem. So. Was? Ist nichts mehr übrig? Egal. So, diese Chemikalie packen wir hier rein. Die Säuregeschosse packen wir hier rein. Die Hundepfeife behalten wir mal. Vielleicht hat das was mit dem Passepartout zu oder mit diesen... Was habe ich jetzt? Nein, das Pistolenmagazin kommt mit, bin ich deppert. Ich nehme nochmal das Passepartout mit. Genau. Wobei, so ein Passepartout ist ja eigentlich ein Holzrahmen, oder? Das Ding sieht aber aus wie irgendwie so ein Holz... Holz. Massives Holz. Oder? Ich gucke mir das Ding nochmal an. Massive Prüfung, genau. Ja, das Ding sieht aus wie ein massives Holzhaus. Sieht aus wie ein Scharnier von der Tür, finde ich. So ein bisschen. Also von daher, das ist ein seltsames Teil. Egal. So, wir gehen jetzt wieder den schönen weiten Umweg hier rum. Moment. Wo wir gerade in der Nähe sind. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob ich in diesem coolen Raum... das ganze Zeug mitgenommen habe, was noch da ist. Da ich jetzt ja... Blumen sind weg. Okay, wissen wir Bescheid. Weiß immer noch nicht, was es mit dem Teil da auf sich hat. Eingeritzte Striche im Relief glühen in der Hitze. Ich war unter dem Sofa. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe gehört, also... Der Puschel hat mir erzählt, dass man hier... Nee. Das Ding wollte ich mal. Brauche ich nicht. Okay. Puh, keine Ahnung. Der Puschel hat mir erzählt, dass man da, glaube ich, mit einem Blatt Papier oder sowas eine Karte abpausen kann. Also meine Freundin, die das Ganze hier auch mit anguckt. Und sie sagte mir irgendwie Blatt Papier. Aber naja. Bis jetzt habe ich noch keins gefunden. Ja, der Grund, weswegen ich... da reingegangen bin, ist der Grund, dass, wie soll ich das beschreiben? Genau, ich wollte nochmal nachgeguckt haben, ob dort die Pflanzen noch auf dem Boden rumstanden, die ich da mal gesehen habe, weil ich da jetzt ja wieder ordentlich was an Zeugs verbraten habe. Nee, wo wollen wir jetzt lang? Genau, nee, das war ja der Weg, der quasi hier wieder zurückführt. Genau, da muss ich nochmal diesen... Ah, das ist so toll gemacht hier, dass ich wieder zu dieser Spencer-Tür komme. Es ist unglaublich. Im Kreislauf, nur weil diese eine fucking Tür... Es ist ja zumindest aus meiner Sicht, bringt es überhaupt nichts, dass diese Tür, also rein spielerisch, dass diese Tür nur von einer Seite aus durchlässig ist. Es ist einfach nur, du musst den weiten Weg drumherum laufen, weil wir das so wollen jedes Mal, wenn du da lang willst. Handel mit es. Und das geht mir doch ein bisschen auf den Sack gerade.
vor allem diese Melodie hier in diesem Raum. Und ich habe gehört, ich habe bis jetzt nur das Vorgeplänkel in diesem Spiel erreicht. Und das macht mich doch etwas nervös, weil dieses Vorgeplänkel ist nach wie vor immer noch eine... Wie soll ich sagen? Ich find's übel. Ich krieg jetzt schon zu viel. Ah ja, eine Frage, die mich jetzt häufiger auch mal erreicht hat, ist die... hast du denn vor, das überhaupt durchzuspielen? Eigentlich ja, aber ich weiß nicht, ob ich das durchstehe. Mit diesem tollen Speichersystem. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ich meine, das ist ja jetzt auch schon der Fall gewesen, dass diese Kameraperspektive... Ach, das sind die Türknaufe hier. Das ist ja jetzt auch schon mehr oder weniger passiert, dass ich aufgrund der Kameraperspektive einfach in Gegner reingelaufen bin oder ich Gegner nicht richtig bekämpfen kann, auch wegen der Langsamkeit von all dem hier. Ja, das macht die Sache halt frustig aus meiner Sicht, weil das sind so Dinge, wo ich... Kannst du mal an diese Tür gehen? Ja. Hier, das sieht doch aus wie ein Wappen, oder? Das brauche ich jetzt nicht. Toll, das sieht aber aus wie ein Wappen. Ist das Wappen hier, dieses Holzteil? Nein. Dann schaue ich mal, ob ich mit dem Wappen oder mit dem Holzteil da draußen weiterkomme. Den Edelstein werde ich dort nicht verwenden, weil ich der hohen Meinung bin, dass der Edelstein eine gewisse Eigenform aufweist und die nicht so passgenau mit dem Gedöns hier. Genau. Obwohl, das ist ein Oktagon. Da habe ich nichts. Das brauche ich jetzt nicht. Ist okay. Brauche ich jetzt auch nicht. Ist auch okay. Dann gehen wir eben wieder nach Hause. Okay. Dann gehe ich jetzt die Treppe nochmal nach oben. Was war das denn? War das im Spiel? Ist da hinten irgendwas? Das blinkt so. Nein, das ist vielleicht nur eine Spiegelung von der... auf dem Türknauf oder sowas. So, kommen wir mal ganz kurz hier. Also, hier komme ich da. Ist das eine Katze? Oh! Ein Rüstungssymbol, la la la!